Okay, ich hätte vielleicht 3, 2, 1 sagen können, aber ich vergesse immer, dass Audacity spontan einfach sofort aufnimmt. Deswegen sind wir jetzt mit dem Part. Hallo Leute. Hi. Ah, ich bin es manchmal ein bisschen gewöhnter, mit Kim Casey aufzunehmen. Weil da habe ich halt diesen Pauseknopf, der halt wahnsinnig praktisch ist. Gut, also wir waren letztes Mal im Klinkers Tavern, haben Zahnarzt gespielt und ja, haben Klinker befreit. So lässt sich der Part letztes Mal ziemlich gut zusammenfassen. Und natürlich, Denn ist die Flugplattform, die du meinst. genau. Und ein bisschen geturnt in Kleinkas Bauch. Jo. Und dieses Loch, da kommt man, glaube ich, durchgefallen, wenn man durch sein Atemloch quasi, also da, wo die Schraube drin steckt, wenn man da reinfällt. Das müsste das, glaube ich, sein, wenn ich mich recht entsinne. Ah, ich glaube, hier bekommt man sogar einen neuen Move. Auf den warte ich ja schon lange. Ja, Also, genau. Ja, sehr schön. komm her, Bottles. Bottles. Kommt der auch mal raus? Ah, da. Mit diesem Move schützen dich Kazooies Flügel wie ein Schutzschild. Cool. Macht mich das unverwundbar? Na klar. Halte den Trigger und drücke den rechten C-Knopf. Halte danach den Trigger gedrückt. Aber setze diese Move sparsam ein. Denn er kostet dich jedes Mal eine goldene Feder. Und von denen kannst du nur 10 tragen. Hier hast du 5 dieser wertvollen Federn. Ich hab doch schon 9 gehabt. Ach, und jetzt ist es kein Problem, da durchzukommen. Ja. Das ist falsch. Falsche Richtung, glaube ich. Ah. Okay. Und Puzzleteil Nummer 7. Das ist so ein bisschen was mit dieser Feder von dem Magieanzug in Twilight Princess. Der Rubin, der die ganze Zeit Ah, zieht. stimmt, diese Rüstung. Ah, oh, die ist genial. Da machen. Vor allem Trail. Da macht es zumindest Sinn, dass man am Ende total viele Rubine tragen kann. Vor allem, weil Zelda, der Teil ja so ein bisschen doof ist mit den Rubinen und den Schatztruhen. Dass du da ja nur eine begrenzte Stückzahl hast und der Rest wird ja dann weg. Senja futsch. So, von anderen Seite des von Klenker kommt man ja auch noch mal eins, nicht? Hast ja Ja, gesagt. und da dürfte es dann noch ein Puzzleteil vergeben. Ah, und da. Ja, genau, hast du ja richtig gesehen. Ah, hier war der Jinjo. Jinjo. Ah, wenn ich mich recht entsinne, war auf der anderen Seite sogar das letzte Puzzleteil. Beziehungsweise, ja, dann weiß ich sogar, wo alle Puzzleteile sind. Von daher. Auf der anderen Seite, da ging's. Okay. Ist hier auch ganz lustig. Rate, wo man da rauskommt. Aus den Kiemen. Schöne Sache. Nur, dass das Aus- und Eingang ist. Ist auch interessant, dass der Fisch einfach größer ist als Oh, okay, dann das. gibt's hier doch kein Puzzleteil, dann fehlt mir im Kopf noch eins. Ah, okay, da sind die Kiemen. Die gehe ich mal auf die andere Seite und tue mir noch Stoß andere. Ich glaube, du gehst gerade auf die Hinterseite zu. Ja, tatsächlich. Okay. Jetzt ruckelt es gerade wieder ein bisschen.
Oh, schrecklich gerade. Okay, jetzt habe ich Körper gemacht. Oh, und wir tauchen, warum nicht? Ein Bär muss halt gewaschen werden. So, ne? Mir gefällt das nicht, dass es gerade wieder so stark anfängt zu ruckeln. Moment, falscher. Ah! Der hätte sogar fast getroffen. Ich bin in einer anderen Position. Aha, die nicht! Oh ja, das sah im letzten Part ja auch schon wunderbar aus, das Zielen. Oh Gott, da ruckelt das gerade. Das ist echt gerade ein bisschen schlimm. Tut mir an dieser Stelle echt leid, Leute. Ah. Ich hab einmal getroffen. Und. Oh, wow, okay. Super. So, dann gehen wir doch mal zu dem Puzzleteil. Und Puzzleteil Nummer 8. Das ist ziemlich leck. Damn. So. Gut, ja. Und wie geht's jetzt weiter? Ach, man kommt ja gar nicht mehr hoch. Ach ja, ich bin ja von der Seite reingekommen. Stimmt. Ah, Moment. Gehen wir nochmal auf Clanker drauf. Ich glaube, da gab es noch einen Zwischenraum. Also, unter die Schraube. Da dürfte es, glaube ich, noch was geben. Was gerade? Warum? Oh, mal gucken. Ich hoffe, der Part bricht dadurch nicht ab. Ich muss mal was ausprobieren. Ach, schon besser. Jetzt ruckelt's weniger. Schön. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Wir waren hier ja auch noch gar nicht bei Clanker. Das erinnert irgendwie so ein bisschen von den Texturen her an Conker. Oh ja, das stimmt. Du hast bei Conker, die an jeder Ecke so zu finden sind. Du, Clanker rauf und vor. Nach vorne. Da kann man ja noch in das Loch rein, in das Atemloch. Kurz mal warten, dass die Schraube oben ist. Genau, und einfach rennen ins Loch. Hier gab es, glaube ich, den Hexenschalter. Ah, perfekt. Oh. Ah, sogar noch ein Puzzleteil. Ja, okay, dann fehlt ja nur noch das von den Jinjos. Okay, das war ein guter Lack. Gunthilda. Erstaunst du, wa? Ah, stimmt, da fällt mir ein. Hast du inzwischen eigentlich schon das Puzzleteil auf dem ersten Level draufgeholt? Nein. Ja, da braucht man nämlich die Verwandlung der Welt für. Ansonsten rutscht Kazooie da runter. Von diesem also Berg. Genau. Dings. Können wir gleich mal gucken, ob wir die holen können noch. Okay. Nett. Falsche Taste. So. Ich bin ja neugierig, ob das geht. Da wieder reinzufliegen? Ah, ich glaube sogar, das geht nicht. Ah, oh, Manu. Du wolltest noch auf die andere Seite schauen, ja? Oder wie? Autsch. Ich glaube nämlich, auf der anderen Seite ging es nur in den Mundraum. Ja, weiter war da nix. Oder ging es da in den Mund rein? Könnte auch sein. Komm ich hier durch? Ach nee, stimmt, ich hab mir den Move gelernt. Oder? Ja, doch. Ja. Dann geh ich durch die Kiem. Oh, die Welten sind hier so groß aufgebaut. Kannst du mal schauen, wie viele Jinjos du hast? Da finden noch der Orange und der Gelbe.
Ich glaube, die gelbe war, glaube ich, ganz am Anfang. Die habe ich, glaube ich... Ah ja, stimmt. Ja. Das war ein bisschen fies. So eine richtig miese Jump'n'Run-Action mit extrem dünnen Wegen. Okay, denn. Auf der anderen Seite, da müsste es, glaube ich, noch so eine Sprungplattform geben, oder? Nicht? Irgendwo war eine. Da. Ah, doch, super. Genau, von da ich aus... Da konnte man nicht... Aua. Wow. Nein. Nein, fuck. Oh, oh, oh. Nein. Au, verdammt. Ist klar, und jetzt ist reif doch. Okay, dann hört ich mich irgendwann anders. Ich geh mal die Position. Fällt gerade ein, hast du diese Schleimviecher überhaupt schon mal besiegt? Okay. Schnabelsprung. Okay. So einfach kann's sein. Okay, dann können wir hier gleich die Shinjo sagen sollen. Ah, die muss man, glaube ich, auch alle neu sammeln, ja, oder? Okay, dann mach ich am Ende noch einen Prozent-One, glaube ich. Ja, denke ich mal, wir holen uns jetzt das letzte... Wie kriegen wir das letzte Puzzleteil? Es fehlt nur noch eins, oder? Ja, das müsste von den Jinjis sein. Machen wir, glaube ich, das erste Mal in der ersten Welt. Ich mach das dann irgendwann später mit dem... Okay. Zurück kommt man für Leiter hoch und die Röhren entlang gehen. Da müssen wir zum Ausgang kommen. Und bei diesen Viechern, da lohnt es sich eigentlich einfach springen und Schnabelsprung und fertig. Ah, okay. Das ist ein ziemlich guter Tipp. Wow. Und jetzt komme ich trotzdem. Aua. Ah. Ja, habe ich beim ersten Mal spielen auch nicht gewusst und habe mich da, wer weiß wie, mit abgeplagt. Aber wenn man es dann einmal herausfindet, dann mit den geht das. Stahlfass, hä? Ich hätte den jetzt genau. Komplett... Naja, ist noch nicht ganz, nicht? Geht der nicht noch? Es fehlt noch der letzte Part, der kommt jetzt am Samstag hoch. Und was kommt denn nach? Das wird eine Überraschung, da kommt am Sonntag noch ein Part zu. Da werde ich mir dann mal zwei Videos freischalten. Einmal mein zweites Projekt und dann halt eben so ein kleines Ankündigungsprojekt, damit da Leute drunter schreiben können. Man wird schon wissen, warum man das drunter schreiben kann. Oder Pokémon. Okay. Wer weiß? Ja, also zur ersten Welt ging es da lang. Nee, das war die zweite Welt. Aber da, hast du da das Puzzleteil auch schon? Da oben. Also ich weiß, du hast es freigeschaltet, aber... Auf dem Schiff. Ich konnte noch nicht sehen, ob du mich geholt hast. Genau. Ah, okay. Ja, dann dürfte es hier noch nichts mehr geben, meine ich. Okay, ich bin doch reingelaufen. Ja. Whee! Gott, diese Overworld finde ich ja verwirrend. Oh, das wird später noch verwirrender, wenn du die Porter benutzt. Oh Gott. Ah, da hinten, das müsste der Rückweg sein. Mal gucken, ob mal nochmal so eine epische Szene wie in Super Mario 64 entsteht. Ah, stimmt. Fast vergessen. Und natürlich auf den Riesenzinken von der Hexe. Hier war die Welt. Oder? Nee, das ist die Weißer Dropkopf. Nope. Hallo, Brent. Noch ein bisschen weiter zurück.
Genau. Ah, und wo ich gerade Brenthilda gesehen habe, hast du dir aufgeschrieben, was sie gesagt hat? Das wird dir später wirklich nützlich sein. Mach das am besten. Bald der letzte Vorhang fällt. Sonst bist du der Statist, gibt es kein Geld. Ja. Oh Mann. Moment. Linkser? Ein bisschen weiter links. Linkser? Da, genau. Ja, das ist halt eben der Komparativ von links. Okay, und da muss ich... Schau mal kurz oben, mach mal kurz Ego-Sicht. Ob das Puzzleteil überhaupt noch da ist. Müsste aber eigentlich. Ach super, es ist immer noch da. Ich wusste jetzt nicht genau, ob man den Schalter nochmal aktivieren muss oder so. Ansonsten müsstest du ja nochmal extra reingehen. Zurückverwandeln, Schalter aktivieren. auf jeden Fall braucht man erstmal in die Welt rein, denn man braucht die Termite. Ich meine, das sind Termiten. Ansonsten kommt man ja nicht auf den Berg hoch. Okay, verpackter Ladebildschirm, aber das ist ja irgendwie normal bei N64 Emulator spielen. Ja, also immer genau. Schon das Original kaufen. Oder du kommst nicht auf die MS an und du musst sterben. Kennst du das? Von Feuerrot und Blattgrün? Das ist, wenn du da muss ich nachher die perfekte Version hast oder einen offenen Emulator spielst, zumindest ging das bei den damaligen so. Wenn du das Spiel spielst und zur MS Arne gehst, ist da ein Matrose. B drücken? Ja. Der sagt dir, kauf dir das Spiel oder stirb. Okay. Spitze. Ich feier sowas. Ah, stimmt, die Spinne von der Termite. Riecht das Ding über Fahrschaden oder so? Nope, in der Verwandlung bekommst du keinen Fallschaden. Ah, da fällt mir gerade ein kleiner Trick ein. Ich weiß nicht, ob das als Bug gilt, aber wenn du die, die Kopfgranate machst und Banjo und Kazooie quasi zurückfallen. Und wenn man dann extrem weit nach unten fällt, dann bekommt man keinen Fallschaden. Praktisch zu wissen bei einigen Stellen später. Gott, macht der Helm mir jetzt schon Angst. Ja, da gibt's später noch... du musst dich nicht unbedingt zurückverwandeln, du kannst auch einfach weit weggehen von der Welt und dann wird man automatisch zurückverwandelt. Okay, das ist praktisch. Oder nicht. Jo. Whee. Bin ich gerade schräg runtergefallen? Ah, mir fällt gerade ein, hast du die zweite Honigwabe von hier? Ich hab die... Ich meine, du hast die quasi übersehen. Du hast sie zwar einmal gesehen, aber danach wieder vergessen. Also bei dem Totem hier einfach zwei Eier reinschießen und dann draufstellen und hochspringen und dann bekommt man schon an die eine Honigwabe dran. Jep. Okay. Also zweimal ein Ei in den Mund schießen. Das ist auch das jetzt zum Beispiel. Und dann kann man das quasi als... Weil der Part gleich auch wieder zu Ende ist. Ah, okay. Ich glaube zwei Parts reicht noch erstmal. Ja, glaube ich, bei Majora's Mask auch so. Ah, Mann! Ja, wenn das mal klappt, ich sollte mich fächern. Oh, dieses Timing! Ach, so, okay. Ah, okay. Oh, super. Oh, einmal noch. Ah, da hat man sie sogar gerade gesehen. Mann. So.
So. Ah, Spitzentiming wieder. Na bitte. Okay, egal. Okay, mit diesem wunderschönen Geräusch stelle ich mich hier rauf. Weiter. Und ich würde sagen, danke, dass Akano dabei war. Oder wie wird es ausgesprochen werden? Ja. Okay. Ja, immer Akano. Ich habe den anderen Namen abtrainiert. Okay, danke, dass ihr dabei seid. Okay. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich gerne, wenn ich mal in irgendeiner Welt nachher wieder Probleme haben sollte. Frage einfach dich, weil ich habe keinen anderen in der meiner Skype-Liste oder so, der Banjo-Kazooie durchgespielt hat. Ja. Aber danke. Okay. Bis zum nächsten Part, alle anderen. Ja. Ich weiß nicht, ob du den nächsten Part gucken wirst. Okay. Doch, sicherlich. Okay, ciao, Leute. Ciao.